Jo Leute und herzlich willkommen zur fünften Episode des Road to Knife Unboxings. Heute gibt es 10 Spectrum Kisten. Zwar sind die jetzt im Preis gefallen, zwar glaube um die Hälfte war das circa, weil ja jetzt die neue Kiste draußen ist. Und dachte ich mir, da können wir uns mal ruhig wieder die Spectrum Kisten gönnen. Wer die letzte Episode schon gesehen hat, hatten wir mehr Luck als sonst. Und ich hoffe, heute haben wir noch mehr Luck als sonst. Also, dass das sogar das letzte übertrifft. Weil wir hätten sogar schon das erste Purple Item. Viel testet. Ich meine, die AK wäre richtig nice. Über die USPS würde ich mich eigentlich auch freuen. Die M4 wäre auch mega nice. Die CZ und die ARP habe ich schon. Also die CZ, ja, habe ich auch. Das war, glaube ich, die erste Episode, glaube ich. Aber diese drei Skins wären nice. Oder das Knife wäre sowieso auch nice. Da keine Frage. Aber es kommt wieder diese Blue Shit. Könnt mir auch dabei schon in die Kommentare schreiben, welche Kisten ich beim nächsten Mal aufheben soll. Oder ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, habe ich mir überlegt, ob vielleicht zum Beispiel zweiter Schlüssel für siebte Kiste oder so. Dass ich halt dann... Oh, die wäre Stat-Track gewesen. Dann weiß welchen... Also, dass ich dann den und den Schlüssel für die und die Kiste verwenden soll. Und wenn da dann halt ein Knife kommen würde, könnte ich dann für den Call, was ihr, also derjenige dann gemacht hat, dann eine Kleinigkeit auch raushauen. Jetzt sind so viele nice Sachen vor... Huhu! Jungs! Das ist nice! Ja, das ist nice, das ist nice. 0,4, der Float ist nicht so nice. Abgenutzt. Gleich mal schauen, ob das so wert ist. Die Preise habe ich nicht alle im Kopf. 12 Euro, ne? 10, sagen wir 11. So, ist schon mal nicht schlecht, ja? Gefällt mir, Alexander. Nächste Kiste. Gleich mal das Knife rubbeln. Und noch was Nices, gib mir noch was Nices. Ich hab Blut geleckt, ich bin leer. Aber okay. Ich weiß auch nicht, was mit dieser Galil halten soll. Die erinnert mich an die Cerberus, obwohl die eigentlich komplett anders ist. Aber irgendwie finde ich es, weiß nicht. Also, ja, keine Ahnung. Statefin vielleicht als Skin für den Smurf. Aber ich habe keinen Smurf. So, weiter geht's. Hey, was ziehen da für Sachen vorbei? Ich meine, ihr gut. Ja, da ist noch ein blaues Blatt hier. Was aber nicht da ist. 0,09 Float ist nice. Aber könnte nicer sein. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr gerade ein Video aufnehmen wollt und auf einmal läutet die Sirene oder heult die Sirene? Das bildet sich dir eigentlich ein. Ja, egal, weiter geht's. Vielleicht bringt uns das ja Glück, dieser Sirenen-Sound. Die M4 war nice, aber wir können, es könnte sich ja noch steigern. Die Nicigkeit hier. Und da kam nur Blue. Nur Blue. Was ist das? Eine Kiste machst du auf, zieht 5-mal pink, 3-mal rot vorbei. Dann kommt eine Kiste, da zieht eine blue vorbei, kommt auch nur blue. Und der Greenscreen ist schon bestellt, Jungs. Also vielleicht sogar schon bei der nächsten Episode. Habt ihr mich dann vielleicht hier unten irgendwo, links im Eck? Muss mal gucken. Die letzten zwei Kisten. Rubbeln wir mal die AK, ich will's die AK. Kack auf Snipe, ich will die AK. Okay. Doch nicht. Geben könnte mir aber ruhig mal wieder einen Knife drücken. Ich
heuer noch kein einziges Knife gezogen, fällt mir gerade ein. What the fuck? Da hatte ich Folge sehr mehr Luck. Komm. Du uns. Gut, aber immerhin. Ein Pink-Item, das sich aber wirklich lohnt. In der Leistigkeit hier. Hier vielleicht noch Pink. Oder hier. Ne, hier in der Mitte ist vielleicht auch Pink und ist Full Blue. Dann wäre das Skin richtig nice. Aber ja gut, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Hilft mir auch sehr. Schreibt mir in die Kommentare, welche Kisten ich beim nächsten Mal aufhebeln soll. Aber denkt daran, das ist ein Rotten Knife Unboxing Format. Also Kisten, wo es kein Knife zum Unboxen gibt, werde ich auch nicht aufhebeln. Und ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich auch schon, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.